mit Susi Brandt. Guten Abend. Der Sommer pausiert an diesem Wochenende. Soll er machen. Solange die Wetterwechsel nicht zu extrem werden, so wie heute, genau vor 14 Jahren. Was der Landkreis Anhalt-Bitterfeld da erlebt hat, wirkt bei den Menschen heute noch nach. Auf strahlenden Sonnenschein folgt ein schweres Unwetter mit einem Tornado, der wirklich alles mitreißt, was nicht nied- und nagelfest ist. Die Einwohner von Micheln und Treppichau erinnern sich. In der Lutherstadt Wittenberg, da hatten sie heute beste Chancen, doppelt zu sehen. Ach, warum? Trinken die da? Nein, Zwillingspärchen aus ganz Deutschland. Die treffen sich da einmal im Jahr zum fröhlichen Beisammensein und auch zum sportlichen Wettstreit. Und wir haben mal ein bisschen herumgerechnet. Ungefähr jede 70. Geburt im Jahr in Sachsen-Anhalt ist ein Doppelpack. Zwar nicht immer ein Eich, aber immerhin. Und wie geht's dir damit so? Ich überleg noch. Also ich fühle mich eigentlich einzigartig. Jetzt blicken wir auf die weiteren Ereignisse des Tages. Aller guten Dinge sind drei, wird man sich in Naumburg sagen. Seit heute tagt das Welterbekomitee der UNESCO im arabischen Bahrain. Und da geht es auch um einen Welterbetitel für Naumburg und den Dom. Für die Region im Süden Sachsen-Anhalts ist es der dritte Anlauf, um auf die Liste zu kommen. Rheinstedt hat heute zum 21. Harzer Landwirtschaftsfest eingeladen. Unser Reporter Alex Huth, der spricht gern mal in Rätseln. Und das mit voller Absicht. Er geht immer sonntags mit Ihnen auf Sachsen-Anhalt-Tour. Und Sie erkennen bitte genau, wohin es geht. Ihre richtige Antwort ist uns 100 Euro wert. Und sollte unser Filmausflug dennoch zu schwer sein, haben wir für Sie noch einen Tipp auf unserer Facebook-Seite. Das Hemd passte gut zur Mauer, fand ich. Wissen Sie, wo Alex heute war? Dann nichts wie anrufen. Mit etwas Glück können Sie 100 Euro gewinnen. 0137 1001 123. Aus allen Anrufern losen wir den Gewinner dann aus. Und die Teilnahmebedingungen, die stehen natürlich noch mal auf mdrsachsenanhalt.de. Auf Burg Falkenstein, da haben sich an diesem Wochenende Minnesänger aus ganz Europa getroffen. In der Ritterzeit reisten die ja von Burg zu Burg, um dort ein bisschen für Abwechslung zu sorgen. Jetzt in der Neuzeit treffen sie sich eben zum Wettstreit. Aber nicht nur eine hochkarätige Jury entschied über den Sieger, sondern auch das Publikum. Es war also so ein bisschen wie beim ESC. Dankeschön, Stefanie. Auch besten Dank an alle Rätselfreunde. Bei unserem Sachsen-Anhalt-Quiz Wo bin ich? Hatten Sie ja heute wieder die Chance auf 100 Euro. Wir haben das Kloster Arendsee gesucht und Sigrun Fechner aus Ditfurt hat es erkannt. Herzlichen Glückwunsch. Und auch nächste Woche haben Sie natürlich wieder die Chance, die Sommerurlaubskasse etwas aufzufüllen. Wir verabschieden uns. In der nächsten Woche ist meine Kollegin Sandra Bern für Sie hier im Studio. Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Tschüss.